Inflation und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Gemeint ist nicht die Eurozone, ist nicht Deutschland, ganz im Gegenteil. Da zeigen sich eher deflationäre Tendenzen. Aber das Thema Inflation ist heute das ganz große Thema in den USA an einem Tag, an dem es keine US-Konjunkturdaten gibt und der Tag so ein bisschen ruhig verläuft. Aber diese Wette auf Inflation, dieses Misstrauen gegen die Aussagen von Janet Yellen, die gesagt hat, ja, das ist Neues, das ist ein Rauschen, das ist überflüssiger Lärm, nachdem die US-Verbraucherpreise deutlich angestiegen waren. Das wird vom Markt nicht geglaubt, offenkundig, und das hat durchaus Auswirkungen. Schauen wir uns erstmal an, was heute wichtig war, was heute im Fokus stand, und das startet nicht mit China, nein, heute mit Deutschland, nämlich hier die Erzeugerpreise. Minus 0,2%, erwartet war hier ein Plus von 0,2% und hier zum Vorjahresmonat minus 0,8%, also Inflation sieht offenkundig anders aus als ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von fast 1%. Das ist wieder etwas, was die EZB besorgen wird. Besorgt zeigen sich auch Wolfgang Schäuble und Andreas Dombrett, der Bundesbanker. Schäuble ja gestern schon vor einer Immobilienblase gewarnt und das hat heute Nacht, heute Morgen in Singapur auch der Deutschbanker oder der deutsche Bundesbanker Dombrett nochmal betont. Der sagt, die Märkte verwechseln offenkundig eine niedrige Volatilität mit niedrigen Risiken. Sie wissen ja, derzeit sind die Volatilitäten sowohl am Anleihemarkt als auch am Devisenmarkt als natürlich auch am Aktienmarkt praktisch am Boden. Und das heißt, die Anleger haben offenkundig keine Sorge, dass hier etwas schiefläuft, denn die Notenbanken, so die These, stehen ja im Hintergrund. Das ist sehr zu beachten, denn es zeigt so ein bisschen, dass man sich durchaus an höherer Stelle Sorgen macht, dass hier die Dinge so ein bisschen aus dem Ruder laufen und dieser ganze Wohlfühlmechanismus, den die EZB installiert hat, durchaus ein böses Ende nehmen kann. Wir hatten dann noch die Verbraucherstimmung aus der Eurozone etwas schwächer, und die Leistungsbilanz, das spricht die Handelsbilanz der Eurozone, etwas besser, aber das sind nicht die Daten, die wirklich die Märkte bewegen. Dann hatten wir noch Aussagen des EZB-Mitglieds Kerr, der gesagt hat, also Quantitative Easing könnte man theoretisch machen, aber sei derzeit nicht nötig, hat erstaunlicherweise den Euro-Dollar-Kurs nicht wirklich beeinflusst. Dann haben wir heute wieder die Fortsetzung des gestrigen Comebacks von Gold und Silber. Gestern ja Gold, $46 gestiegen. Viele Short-Eindeckungen sicherlich hierfür verantwortlich, aber eben auch die unsichere Lage in der Ukraine. Heute die Meldung, dass Russland Truppen an die Grenze wieder geschickt hat und eben natürlich im Irak die Sorge, dass hier die Dinge aus dem Ruder laufen. Das ist der Treibstoff, aus dem der Goldanstieg derzeit ist und eben das Thema Inflation, auf das jetzt der Goldpreis scheinbar reagiert. Das ist das große Thema in den USA und die Anleiherenditen in den USA sind nach oben gegangen. Wenn die Anleiherenditen der US-Anleihen steigen, dann wird meistens der Dollar stärker, weil eben ein Investment in den Dollarraum dann rentierlicher wird. Das heißt, es wird der Dollar dann gesuchter und das zeigt sich heute im Euro-Dollar-Kurs. All das natürlich wie immer auf www.finanzmarktwelt.de. Schauen wir uns mal die Kurse an, schauen wir uns mal an, was hier an den Charts heute abzulesen ist. Wir haben beim DAX ein neues Allzeithoch gemacht, schon wieder. Klar, heute Verfallstag, der ist aber relativ unspektakulär verlaufen. Wir sind knapp unter der 10.050er Marke, ich sage immer 1.000, aber es sind inzwischen doch 10.000. Vielleicht, wenn wir in einem Jahr schon von 100.000 sprechen, das wäre dann die Inflation der Aktienkurse. Wir sind bei 10.008 aktuell, waren in der Spitze knapp bei 10.050. Schauen wir uns mal den S&P an, auch hier wieder ein neues Allzeithoch. Aktuell 1.963 und jetzt hat auch der Dow Jones gepackt, der im Gegensatz zum S&P in den letzten Tagen keine neuen Allzeithochs fabrizieren konnte. Der Dow Jones hat es geschafft bei 16.979. Schauen wir uns mal den Euro an, der heute unter Druck kommt. Wir sehen hier diese Kerze nach unten. Wir sind aktuell bei 1.3582, aber es sind eben die ansteigenden US-Renditen, die hier den Dollar gesucht sein lassen und den Euro dementsprechend unter Druck bringen. Ähnliches Bild auch beim Gold. Wir sehen, wir sind heute zunächst mal wieder ein bisschen runtergekommen von den gestern Abend erreichten Höchstständen über der 1320er Marke. Aber jetzt nähern wir uns wieder diesem Niveau. Null Schwäche also im Goldmarkt. Es setzt sich also dieser Trend latent fort. Zumindest gibt es keine Korrektur. Ähnliches Bild auch beim Silber. Hier waren wir schon bei knapp $21. Aktuell sind wir bei 20,86. Dann Öl immer einen Blick wert, weil das praktisch der Spiegel der Irak-Krise ist. Wieder über der 107er Marke, ohne allerdings jetzt wirklich schon deutlich auszubrechen. Und abschließend dann noch zwei unserer Lieblingskandidaten,
hier die Commerzbank, die offenkundig hier fertig hat bei 12,59 Euro, 12,60 Euro, jetzt sogar knapp unter die 12er Marke gefallen ist. Und dann eben auch noch die Deutsche Bank, zweiter Tagesverlierer im DAX mit 27,16 Euro. Die Banken sind unter Druck, es gibt Sorge über den Stresstest der EZB, es gibt Sorge, dass die Banken immer weniger Luft zum Atmen haben und das setzt hier diese Aktien unter Druck. Ob die Gesamtmärkte noch weiter steigen, es ist möglich, es ist vielleicht sogar wahrscheinlich. Die Frage ist nur, wie weit kann man noch steigen, wie weit können die Volatilitäten noch fallen? Das ist eine Frage der Zeit, dass sich hier mal das Ganze mit einem Knall auflöst und zumindest mal etwas kommt wie eine Korrektur, aber das kann noch auf sich warten lassen, denn die Märkte sind derzeit eben sich ihrer Sache sehr sicher und brauchen einen Anlass, um mal abzuverkaufen. Das wäre zum Beispiel die Einnahme von Bagdad durch die ISIS-Milizen. Schauen wir mal. Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis dann. Ciao.